Bosnien-Herzegowina. 1001 Nacht an der Adria, wie die deutsche Wochenschau gerne vorgaukelt. Nahezu die Hälfte der Menschen in Bosnien sind Muslime. Das Land gehört zum faschistischen Kroatien. Es kämpft treu an der Seite der Deutschen. Auch die meisten Muslime, die sogenannten Bosniaken, sind deutschfreundlich. Längst weiß man auf dem Balkan, dass die Nazis dem Islam freundlich gesonnen sind. Ein ideales Feld für den Mufti, die Berliner Freunde von seinen Diensten zu überzeugen. Denn nur scheinbar ist Bosnien ruhig und friedlich. Seit der Besetzung Jugoslawiens kämpft die Wehrmacht erbittert gegen die Partisanen Titos. Vor allem Bosnien droht außer Kontrolle zu geraten. Neue Kräfte werden dringend gebraucht. Im Februar 1943 befiehlt Hitler, eine neue SS-Division in Bosnien aufzustellen. Gezielt werben Himmlers Offiziere unter den Bosniaken für Nachwuchs in der Waffen-SS. Sie sagten, dass ein SS-Soldat abgesichert wird und dass die Familien ebenfalls eine Art Verpflegung oder Absicherung erhalten. Aus diesen Gründen haben sich viele gemeldet, um ihre Frauen und Kinder abzusichern. Viele waren arbeitslos und deswegen meldete man sich. Und so habe ich auch davon gehört und von der Handschar-Division erfahren. Nach einem orientalischen Krummsäbel wird die neue Einheit Handschar genannt. Von Beginn an ist Husseini in die Aufstellung der muslimischen SS-Division eingebunden. Für die Nazis werden aus Muselmanen jetzt Muselgermanen. Kurzerhand bestimmt Himmler die Muslime auf dem Balkan zu den rassisch wertvollen Völkern Europas. Gehorsam bis in den Tod schwören die Muslime dem deutschen Oberbefehlshaber Adolf Hitler. Am Ende sind über 20.000 in der Einheit, unter ihnen auch Deutsche. Der Großmufti persönlich wirbt in Bosnien für die Kollaborationstruppe. Führungshauptamt sah natürlich in ihm einen, der die muslimische Welt begeistern konnte, für Deutschland oder für Europa zu kämpfen. Das war wohl, da hat man ihn natürlich in jeder Beziehung auch unterstützt. Und das war wohl auch der Hauptzweck, würde ich sagen. Der Großmufti wurde damals gesagt, er also, war ja ein Judenhasser ersten Ranges. Und das passte natürlich in die Geschichte oder in die Ideologie der Nazis. In Absprache mit Himmler ist Husseini für die weltanschaulich-geistige Erziehung der Handschar-Soldaten zuständig. Der Großmufti soll die Brücke zwischen der germanischen und der arabischen Welt schlagen. Himmler gesteht ihm sogar Imame und Mullahs für diese spezielle Truppenbetreuung zu. Die muslimischen Geistlichen wählt der Mufti selbst aus und erzieht sie in einer Imam- und Mullah-Schule. Das Novum in der Waffen-SS gab es ja, bei der Wehrmacht gab es zum Beispiel feldgeistliche, katholische, evangelische. Bei der Waffen-SS gab es das nicht, nur eben bei der Handschar. Und diese Imame hatten praktisch ja die religiöse Betreuung. Liebe Kameraden, die Freundschaft zwischen Muslimen und Deutschen ist viel stärker geworden, weil der Nationalsozialismus in vieler Hinsicht der islamischen Weltanschauung parallel läuft. Die Berührungspunkte sind der Monotheismus und die Einheit der Führung, der Islam als ordnende Macht, der Kampf, die Gemeinschaft, die Familie und der Nachwuchs, das Verhältnis zu den Juden, die Verherrlichung der Arbeit und des Schaffens.
die wurden natürlich von den aktiven SS-Führern nicht für voll genommen. Für die waren natürlich die Mahne, das war schon gar nichts. Da waren schon keine Halbsoldaten, noch weniger als Halbsoldaten. Und das ärgerte diese Leute, dass die gleiche Uniform trugen. Nur die ging natürlich in der Regel ein bisschen schlottriger und nicht so wie ein deutscher Offizier gehen. SS-Reichsführer Himmler schaut mehr auf die inneren Werte. Ich muss sagen, ich habe gegen den Islam gar nichts. Denn er erzieht mir in dieser Division seine Menschen und verspricht ihnen den Himmel, wenn sie gekämpft haben und im Kampf gefallen sind. Eine für Soldaten praktische und sympathische Religion. Himmler ist gewillt, auch auf die religiösen Eigenheiten seiner neuen Soldaten Rücksicht zu nehmen. Beim Mufti lässt er anfragen, was der Islam für die Ernährung des Soldaten vorschreibt. Sogar einen Kochlehrgang für eine Verköstigung ohne Alkohol und Schweinefleisch richtet die SS ein. Den Deutschen in der Division verbietet der Reichsführer, über die muslimischen Freiwilligen zu witzeln. Persönlich kümmert er sich um die Kopfbedeckung für die muslimischen Rekruten. Und wir trugen natürlich den Fez. Auch wir Deutschen. Und es war vorgeschrieben, den Fez fällt grau mit Totenkopf und Hoheitsadler vorne drauf. Mit der Quaste. Ne? Das war unsere Uniform. Wenn wir jetzt in Urlaub kamen und man ist meinetwegen, weil ja doch 20 Taumann, die vielen war, wenig bekannt, man ist irgendwo, ich meine, mir ist es nicht passiert, da sind die oft von Feldstreif oder von Feldjägern oder Feldgendarmerie angehalten worden, sie sollten den Zirkus da unterlassen mit ihrem Fez. Aber das war im Soldbuch auch eingetragen, dass wir den Fez zu tragen hatten. Im März 1944 kommt die Totenkopf-Division in Bosnien gegen die Partisanen Titos zum Einsatz. Es ist ein brutaler Vorstoß. Aber die Partisanen sind dann immer wieder eingesickert. Also das hat nicht viel gebracht. Das war ein ganz unseliger Krieg, schwierig und schmutzig. Ganz schmutzig. Unermüdlich ist der Mufti für den Führer unterwegs. Mal rüstet er in Budapest unmittelbar hinter der Front seine Politimame moralisch auf, weil die Handschar-Soldaten jetzt an der hart umkämpften Ostfront eingesetzt werden. Oder er schult bis zuletzt in seinem Institut neue Imame, zeigt ihnen, wie sie die Soldaten im tödlichen Ringen führen müssen. Klar habe ich meine Kameraden und auch mich selbst getröstet, denn ich wusste, was uns bevorstand. Ich habe gesagt, unsere Aufgabe liegt darin, den Feind an unserem Frontabschnitt zurückzudrängen. Dabei wird es sicherlich Opfer geben. Jedenfalls, wer auf eben diesem Weg sein Leben verliert, ist ein Schahid, ein Märtyrer. Sie wussten, was ein Schahid ist.